Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Das gilt vor allem auch für Herrn Prof. Dr. Hummel, der uns per Videokonferenz zugeschaltet ist, sowie Herrn Prof. Dr. Axer, der uns auch per Videokonferenz zugeschaltet wird. Herr Prof. Dr. Axer wird allerdings nämlich erst gegen 11.30 Uhr für Fragen verfügbar sein. Die heutige Anhörung wird live vom Parlamentsfernsehen übertragen und ist im Anschluss in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Gegenstand der Anhörungen ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Versicherungssteuerrechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften, Bundestagsdrucksache 19/21089, sowie Entwurf eines Änderungsantrages der Fraktion der CDU, CSU und SPD. Soweit Sie als Sachverständige davon Gebrauch gemacht haben, dem Finanzausschuss vorab eine schriftliche Stellungnahme zukommen zu lassen, sind diese an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden und werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Ich begrüße auch sehr herzlich alle anwesenden Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich Frau Ministerialdirektorin Miltenberger sowie Herrn Dr. Schmidt begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreter der Länder. Ein paar Hinweise zum Ablauf der heutigen Anhörung. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von 1:30 Stunden vorgesehen, also bis ca. 12.30 Uhr. Ziel ist es, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislatur für ein neues Modell der Befragung entschieden. Das heißt, die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von 5 Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen jeweils Fragen als auch Antworten formuliert sein. Deswegen an der Stelle immer der Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen, je kürzer Sie Ihre Fragen formulieren, desto mehr Zeit haben die Sachverständigen für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitten wir kollegial darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls noch Zeit zur Antwort gelassen wird. Um Ihnen ein Gefühl für die Zeit zu vermitteln, wird die Redezeit auf einem Monitor hinter mir angezeigt. Nach 4 Minuten und 30 Sekunden ertönt ein Signalton. Dann verbleiben noch 30 Sekunden für die Antwort. Die fragestellenden Kolleginnen und Kollegen darf ich bitten, stets zu Beginn ihrer Frage den Sachverständigen zu nennen, an den sich die Frage richtet, und bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden weiterhin gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller im Vorhinein bei mir anzumelden. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung mitgeschnitten. Zur Erleichterung derjenigen, die unter Zuhilfenahme des Mitschnitts das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme von mir noch einmal namentlich aufgerufen. Ich darf Sie alle bitten, die Mikrofone zu benutzen, und ich darf Sie vor allem bitten, sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es zu keinen Störungen und Rückkopplungen kommt. Damit bin ich auch am Ende meiner einleitenden Ausführungen. Wir beginnen mit der Anhörung, und die erste Frage stellt für die Fraktion der CDU/CSU der Kollege Dr. Brotesser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Guten Morgen in die Runde. Der vorliegende Gesetzentwurf soll ja zu mehr Rechtssicherheit im Versicherungssteuerrecht, gerade in systematischer Hinsicht, weiterentwickelt werden und so in Zukunft den Anforderungen an ein modernes Versicherungssteuergesetz gerecht werden. Unter dieser Maßgabe bzw. unter dieser Forderung geht meine erste Frage an den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, an Herrn Dr. Volker Landwehr, inwieweit Sie diesen Gesetzentwurf beurteilen, ob dieser Gesetzentwurf tatsächlich zu mehr Rechtsklarheit und mehr Rechtssicherheit beitragen wird. Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Landwehr, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Herr Dr. Landwehr. Ja. Vielen Dank für die Fragestellung. Ja, modern ist relativ. Wir müssen ja schauen, wo wir herkommen. Das Gesetz ist inzwischen knapp 100 Jahre alt, hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, hat sich bewährt, und grundsätzlich kann man immer sagen, Gutes kann man natürlich immer noch besser machen. Ich mache hier aber ein großes Fragezeichen dran, ob das gelungen ist, weil modern heißt für mich innovativ, unbürokratisch, einfach, klar, nachvollziehbar, verständlich, eindeutig, vor allen Dingen auch kostengünstig, nicht streitanfällig, bürgerfreundlich, ganz wichtig, sinnvoll, rechtssicher, das kann man noch weiterführen. Und wenn man jetzt hier
sich vor allen Dingen auch den Koalitionsvertrag anschaut, heißt es ja insbesondere auch, ein Gesetz soll unbürokratisch sein. Und gerade hier mache ich ein großes Fragezeichen, ob dieses Gesetz wirklich dieses Ziel, was im Übrigen auch vom BMF eigentlich verfolgt wird, ob dieses Gesetz dieses Ziel erreicht. Das kann man hier vielleicht zu Beginn exemplarisch schon mal rausgreifen, wo ich sagen würde, das ist nicht der Fall, es ist nicht modern, wenn Sie sich alleine mal anschauen, dass hier für den Lebensbereich erstmals und vor allen Dingen auch für den Krankenbereich erstmals partiell Versicherungssteuerpflicht begründet werden soll. Dann fragen wir uns, warum das Ganze? Die Regelung ist dann insbesondere diese Ausnahmeregelung bzw. die Verpflichtung, wann Versicherungssteuer entsprechend entstehen soll, ist sehr abstrakt, aus unserer Sicht nicht sehr zielgenau, begründet einen erheblichen Einführungs- und Umsetzungsaufwand für Kranken- und Lebensversicherungsunternehmen, überschreibt vor allen Dingen auch aktuelle Rechtsprechung, die sich sehr bewährt hat. Und ich komme noch mal darauf zurück, bürokratisch erscheint mir das Ganze auch nicht, weil hier eben durch die Kosten am Ende die Versichertengemeinschaft massiv belastet wird. Also wenn man es einfach machen will, der Titel lässt viel erwarten, aber modern ist aus unserer Sicht anders. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Brodersee. Also wir haben noch 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also konkret geht es ja dem Gesetzgeber offensichtlich darum, sogenannte Spieleausfallversicherung, Filmausfallversicherung oder Schlüsselkraftversicherung abzudecken bzw. diese steuerpflichtig zu gestalten in Zukunft. Meine Frage richtet sich insofern an das Bundeszentralamt für Steuern. Gibt es Schätzungen darüber, wie hoch ist das aktuelle Prämienaufkommen dieser 3 Versicherungen und wie hoch wird das Steuersubstrat, was daraus folgt? Weil man muss ja, ich sag mal, auch den Effekt des Gesetzes mal ins Verhältnis setzen zu dem möglichen Verwaltungsaufwand, der dadurch entstehen könnte. Die Frage richtet sich an Herrn Klein, Bundeszentralamt für Steuern. Ja, vielen Dank. Das Bundeszentralamt für Steuern verfügt über keine belastbaren Zahlen. Die Versicherungssteuer ist eine Anmeldesteuer. Und die Überprüfungen erfolgen im Regelfall durch Betriebsprüfung, durch Außenprüfung. Es gibt also keine verlässlichen Statistiken, die genau festlegen können oder diesen Betrag genauer bestimmen können. Ich habe noch 1 Minute, dann frage ich noch mal Herrn Dr. Landwehr vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Uns liegen Schätzungen vor oder Zahlen vor, dass das gesamte Prämienvolumen dieser 3 Versicherungszweige ca. 30 Millionen Euro betragen würde und bei einer 19-prozentigen Versicherungssteuer, ich sag mal, das Steuerergebnis oder das Steuersubstrat somit einen Betrag unter 6 Millionen ausmachen würde. Ist das zutreffend? Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Ja, das ist zutreffend. Wir haben uns bemüht, hier Kostenschätzungen anzustellen und vor allen Dingen auch zu eruieren, wie hoch die Steuer gegebenenfalls wäre, die entstehen würde. Wir gehen bei unseren Zahlen davon aus, dass für die Filmausfallversicherung ungefähr sich ein Beitragsvolumen von 5 Millionen Euro ergeben würde. Für die Filmausfallversicherung 10 Millionen. Bei der Keyman-Police erwarten wir roundabout 15 Millionen Prämienvolumen pro Jahr. Und wie Sie schon sagen, kommen wir dann roundabout auf 30 Millionen Prämienvolumen. Bei 19% ist das ungefähr ein Steuermehraufkommen von knapp unter 6 Millionen Euro pro Jahr. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Landwehr. Die nächste Frage stellt für die SPD-Fraktion Kollegin Arndt-Brauer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, alles, was 100 Jahre alt ist, wenn man das verändert, ist es immer innovativ in irgendeiner Richtung. Deswegen möchte ich das Bundeszentralamt für Steuern, die ja die Versicherungssteuer verwalten, unmittelbare Rechtsanwender sind, noch mal fragen, ob wir nicht doch mehr Rechtssicherheit, Modernisierung, Weiterentwicklung und eine Vereinfachung mit dem Gesetzentwurf schaffen und vor allen Dingen, ob wir nicht auch das Steueraufkommen damit sichern, auch für die nächsten 100 Jahre. Die Frage richtet sich an Herrn Klein, okay. Bundeszentralamt für Steuern. Okay, danke. Ob das für die nächsten 100 Jahre reicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, die angestrebten Ziele werden durch diesen Gesetzentwurf erreicht. Zunächst mal mehr Rechtssicherheit. Es gibt sehr viele klarstellende Regelungen im Gesetz und auch in der Durchführungsverordnung. Dadurch wird es zu weniger Rechtsstreitigkeiten kommen. Insbesondere möchte ich die Paragraphen 1 und 4 des Gesetzes erwähnen. In Paragraph 1 werden die dortigen Sondertatbestände noch deutlicher abgegrenzt. Und es wird auch, was auch nicht alltäglich ist, eindeutig beschrieben, in welchen Fällen wir nicht besteuern. Und in Paragraph 4 Nummer 5, die ja auch schon angesprochen wurde, dort wird herausgestellt, dass für die Steuerfreiheit bestimmter Versicherungsprodukte,
die Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Erwerbsunfähigkeit einer Risikoperson betreffen, halt soziale und sozialpolitische Gründe ausschlaggebend sind und nicht betriebswirtschaftliche oder betriebliche Gründe. Und aus diesem Grunde ist auch diese Einschränkung dieser Steuerfreiheit in dem Gesetzentwurf enthalten. Denn hier wird ja ein betrieblicher Vermögensschaden abgesichert. Zu den Zielen Vereinfachung und Modernisierung. Aus meiner Sicht, also der operativen Finanzverwaltung, ist insbesondere auch die Modernisierung des Anmeldeverfahrens sehr zu begrüßen. Dies erleichtert den effektiven Gesetzesvollzug. Zur längst überfälligen Digitalisierung dieser Anmeldungen ein paar Worte. Dies steigert die Qualität in der Verarbeitung, insbesondere vermeidet es Datenerfassungsfehler. Zudem können wir mit modernen automatisierten Prüfmethoden die Anmeldungen verproben. Letztendlich werden sogar die Anwender, also die Versicherungsunternehmen, unterstützt, besser als bei der Eintragung in den bisherigen Papierformularen. Und lassen Sie mich erwähnen, dass ja bereits ca. 38% der Versicherungssteuerpflichtigen diese elektronische Anmeldeart benutzen und da hat es keine nennenswerten Probleme gegeben. Zum Schluss vielleicht noch ein Wort zur Anreichung der Durchführungsverordnung. Auch sie enthält durch ihre Konkretisierungen und Definitionen eine Erhöhung der Rechtssicherheit. Frau Arndt-Brauer. Ja, nochmal zur Sicherung des Steueraufkommens. Das ist auch Ihrer Meinung nach gewährleistet, weil alle auch mit dem Gesetz umgehen können, Anwender und Steuereintreiber. Ja, ich denke, dass es eher zu weniger Rechtsstreitigkeiten kommen wird. Gut, ja, okay. Dann vielen Dank. Dann machen wir weiter. Die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Herr Gottschalk. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an den Kollegen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Herrn Dr. Landwehr. Lassen Sie mich aber zunächst auch sagen, dass natürlich Nutzen und Kosten in einer Relation stehen müssen. Und wenn ich von seriösen Schätzungen ausgehe, korrigieren Sie mich sonst, Herr Dr. Landwehr, soll der Faktor hier 1.000 betragen. Was also die Schätzung erinnert mich so ein bisschen an den Husarenstreich der BaFin-Vermittler zukünftig von der BaFin überwachen zu lassen und nicht mehr von den Gewerbeaufsichtsämtern und der IHK. Und lassen Sie mich auch eine Lanze brechen, Frau Breuer, wenn eine Regierung Anfang der 2000er die Berufsunfähigkeit so verlagert, dass nur noch Menschen, die vor dem 2. Januar 1961 berufsunfähig versichert sein können, entsprechend Pflichten sozusagen auf Menschen, Bürger verlagert werden. Auf der anderen Seite, Sie haben eben gesagt, Klarheit, Kollege vom Bundeszentralamt für Steuern, Invalidität und auch Grundfähigkeiten, die gerade hier wichtig sind, wenn man kleine Kinder schon sehr frühzeitig günstig absichern möchte, weil die Krankheiten, Allergien heute zunehmen, in eine Berufsunfähigkeit bringen möchte, die übrigens neben der Haftpflicht bei der Deutschen Rentenversicherung in der Broschüre nach wie vor empfohlen wird und auf Seminaren, dann richtet sich meine Frage doch an Dr. Landwehr. Inwieweit sehen Sie Aufwand und Nutzen hier gesehen und wie beurteilen Sie vor allen Dingen den doch etwas merkwürdigen Paragraphen der Paragraph 4 Absatz 1 Nummer 5, der ja einen relativen Eiertanz gerade was Lebens- und Kapitalversicherungen, Grundfähigkeiten angeht. Vielleicht könnten Sie das etwas erläutern. Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Landwehr, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst Aufwand und Nutzen. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir gehen davon aus, dass sich maximal das Steueraufkommen rund 5 bis 6 Millionen Euro im Jahr erhöhen wird. Wenn Sie sich die Gesetzesmaterialien anschauen, da wird sogar davon gesprochen, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass per Saldo nicht qualifizierbare Steuermehreinnahmen zu erwarten sind. Irgendwer muss diese gesetzlichen Regelungen umsetzen und es geht eben nicht nur darum, dass ich die Versicherungssteuer künftig elektronisch anmelde, sondern insbesondere diesen Wust an Aufwand irgendwo verarbeiten muss, wenn eben erstmals der Lebensversicherungsbereich überhaupt versicherungssteuerpflichtig werden kann. Und auch der Krankenversicherungsbereich, da muss ich hingehen und meine gesamte Computer-EDV anpassen. Es ist jetzt nicht so, weil der Schaden- und Unfallversicherer
eine Versicherungssteuer schon handeln kann, dass das der Lebensversicherer kann. Es sind grundverschiedene Unternehmen. Sie müssen sich das vorstellen wie Volkswagen auf der einen Seite und BMW auf der anderen Seite. Was Volkswagen kann, kann BMW nicht automatisch und andersrum. Die Systeme können Sie nicht einfach austauschen. Sie müssen also hingehen und Ihre EDV entsprechend anpassen. Sie müssen die Steueranmeldeprozesse anpassen. Sie müssen Ihre gesamten Antragsunterlagen modifizieren. Sie müssen die Steuermerkblätter erweitern. Sie müssen die Vertriebe schulen und vor allen Dingen dadurch, dass künftig entscheidend ist, an wen im Zweifelsfall, im Leistungsfall eine Leistung fließt, bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung, EU, BU. Sie müssen immer schauen, ist da ein Angehöriger drin oder ist es jemand anders, eine dritte Person, die gegebenenfalls dazu führt, dass man eben Versicherungssteuer einbehalten muss. Stichwort, fließt die Leistung künftig im Berufsunfähigkeitsfall, im Pflegefall an die Freundin oder den Freund, entsteht Versicherungssteuer und zwar für jede Prämienzahlung, ab da, wo das vorgesehen ist. Wird aus der Freundin eine Verlobte, haben Sie keine Versicherungssteuer mehr. Kommt es zu einer Entlobung, müssen Sie wieder entsprechend Versicherungssteuer vorsehen. Sie müssen das Ganze prüfsicher nachhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Das führt für uns zu einem Aufwand von im ersten Jahr ca. 130 bis 150 Millionen an Zusatzkosten. Und wenn ich dann sage, dem stehen kaum Steuermehreinnahmen gegenüber, übrigens Versicherungssteueraufkommen pro Jahr rund 14 Milliarden Euro derzeit, da muss ich wirklich sagen, das Verhältnis passt an der Stelle nicht. Und es passt insbesondere auch deshalb nicht, Ihre zweite Frage 4.1 Nummer 5, die Ausnahmeregelung. Sie ist sehr komplex geraten, sie ist eben abstrakt gehalten, sie zielt nicht genau auf die Produkte ab, die hier getroffen werden sollen aus Sicht des BMFs. Sie zielt nicht individuell ab auf die Filmausfallversicherung oder eben die Spielerausfallversicherung oder Sportinvaliditätsversicherung, je nachdem, welchen Namen sie geben. Man hätte das, wenn man das will, genau machen können. Man könnte die Produkte benennen, individuell definieren und dann hätte man diesen Wust an Aufwand sicherlich nicht. Und dass ich dann noch eine Rechtsverordnung brauche, um Begrifflichkeiten aus dem Gesetz irgendwo nachzubessern oder nachzuziehen und dabei immer noch nicht genau arbeite, das hilft letztendlich in der Anwendung auch nicht. Danke. Spielen da nur als Anmerkung auf Risikopersonen und versicherte Personen an. Also das ist ja mehr Wirrwarr, als dass es Klarstellung bringt, nicht? Genau. Vielen Dank, Herr Dr. Landwehr. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU Kollege Dr. Brotesser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf den damit einhergehenden Aufwand zurückkommen. Das ist ja gerade schon thematisiert worden. Also im Gesetz selber steht ja drin, dass der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft einmalig auf 150.000 Euro und auf jährlich auf 40.000 Euro geschätzt wird. Das sind ja nun mal Riesenunterschiede zu den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, Herr Dr. Landwehr. Wollen wir es noch mal konkreter machen? Und insofern geht meine nächste Frage an den Verband der privaten Krankenversicherung. Und ich würde darum bitten, vielleicht noch eine Minute Zeit zu lassen für die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die das vielleicht aus Sicht der Wirtschaftsprüfer noch mal beleuchten könnte. Wo liegt konkret der Aufwand bei einer privaten Krankenversicherung, die ja bisher generell steuerbefreit ist, die aber zukünftig im Rahmen der Bezugsrechtsregelung ja unter Umständen in eine Steuerpflicht hineingeraten könnte? Zusatzfrage, wer ist denn überhaupt der Steuerschuldner? Ist die Krankenversicherung jetzt der Steuerschuldner oder ist der private Krankenversicherungsnehmer der Steuerschuldner? Und welche Mitwirkungspflicht hat denn der Versicherungsnehmer bei der Nachverfolgung gerade dieses Angehörigenbegriffes? Also das passiert ja nicht nur einmalig, sondern im Verlaufe des Versicherungsvertrages muss das ja fortlaufend geschehen. Und insofern nehme ich da Bezug auf einen aktuellen Artikel vom heutigen Tage vom Handelsblatt, wo ja die Presse schreibt, es ist ja selten, dass sich Verbraucherschützer und Versicherer so einig sind in der Sache, weil es belastet ja offensichtlich nicht nur die Branche, sondern es belastet ja auch die Versicherungsnehmer, die fortlaufend dieser Datenübermittlungspflicht unterworfen sind. Vielen Dank. Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Dr. Reuter, Verband der privaten Krankenversicherungen. Frau Vorsitzende, Herr Brotesser, vielen Dank für die Frage. Sie haben es schon angesprochen, das Gesetz, dessen Entwurf vorliegt, hat einschneidende Auswirkungen auf die private Krankenversicherung, insbesondere auch auf die Durchführung der einzelnen Versicherungsverhältnisse, und zwar besonders in den für die private Krankenversicherung typischen Konstellationen der Mitversicherung, in denen eben in einen Vertrag auch Ehegatten, Kinder, Lebenspartner, Enkel, Lebenspartner etc. einbezogen werden. Denn nach der Neuregelung ist es so, dass Versicherungssteuerfreiheit nur dann besteht, wenn zwischen dem Versicherungsnehmer und der versicherten Person ein Angehörigenverhältnis existiert in dem genannten Sinne. Und da die Verträge der privaten Krankenversicherung lebenslang laufen,
ist zu berücksichtigen, dass bei dem Vollzug dieses Gesetzes im Grunde genommen monatlich festgestellt werden muss, ob noch ein entsprechendes Angehörigenverhältnis besteht. Man kann nach der steuerlichen Rechtfertigung fragen, warum nach einer Ehescheidung überhaupt Versicherungssteuer entstehen soll. Das war nicht die Frage. Die Frage war nach dem Vollzug. Hier sieht das Gesetz vor, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet wird, eine Veränderung der Lebensverhältnisse dem Versicherer anzuzeigen. Streng genommen müsste er das monatlich machen. Ob etwa ein Verlöbnis noch besteht, eine eheähnliche Gemeinschaft nach dem Pflegezeitgesetz etc. Umgekehrt wird der Versicherer verpflichtet, diese Anzeige auch zu verarbeiten, die entsprechenden Daten festzuhalten und auch steuerlich zu verarbeiten, und zwar auch jahrelang, weil die steuerliche Betriebsprüfung möglicherweise erst 5 Jahre später bei ihm im Hause aufschlägt. Und auch das gilt hier lebenslang für die Verträge der Zusatz- und der Vollversicherung. Es ist das erste Mal, dass eine Personenversicherung sich so intensiv um die Familienverhältnisse von versicherter Person und Versicherungsnehmer kümmern muss. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Verbraucherschützer diese Regelung auch hart kritisieren. Daraus kommen die Prozesse, die Herr Landwehr angestoßen hat. Anträge müssen geändert werden. Es müssen die entsprechenden Prozesse im Unternehmen und auch zum Kunden hinterlegt werden, um die Familienverhältnisse durchgehend zu dokumentieren. Es kann sein, dass Sie im Rahmen der Betriebsprüfung dann nach 5 Jahren noch feststellen müssen, ob ein Verlöbnis bestand oder nicht. Daraus ergibt sich der extreme bürokratische Aufwand, den wir in unserer Stellungnahme auch beziffert haben, 50 Millionen Euro. Sie. Dann geht der zweite Teil der Frage für sportliche 45 Sekunden an Herrn Trost, BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Brotesser, für die Frage. Ja, viele Dinge sind schon mal angerissen worden, die wir auch als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hier grundsätzlich als Thema sehen. Sie müssen sich vorstellen, dass hier jeder einzelne Vertrag, den ein Krankenversicherer oder auch ein Lebensversicherer mit einer Versicherungsnehmer abschließt, irgendwo auch in der Buchhaltung in den Systemen festgehalten werden muss. Das heißt, Sie brauchen natürlich auch ein gewisses Maß an Informationen, was Sie elektronisch verarbeiten und was Sie dann im Zweifel auch, wir haben über die elektronischen Anmeldungen gesprochen, elektronisch zur Verfügung stellen müssen. Und das muss natürlich erstmal implementiert werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass es das bisher noch nicht gegeben hat. Vielen Dank, Herr Trost. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der FDP der Kollege Schäffler. Meine Frage geht an Dr. Reuter vom Verband der privaten Krankenversicherung. Um wie viel Versicherungen handelt es sich denn hier nach Ihrer Auffassung? Also über was für eine Zahl, also Stückzahl von Versicherungen reden wir hier an dieser Stelle in Ihrem Bereich? Und meine zweite Frage würde dann auch an den GdV gehen. Um welche Anzahl es sich in Ihrem Bereich handelt, also ohne die Krankenversicherung? Die Frage richtet sich zunächst an Herrn Dr. Reuter, Verband der privaten Krankenversicherungen. Ja, vielen Dank für die Frage. So wie das Gesetz gefasst ist, gilt es ja für neu abgeschlossene Verträge ab dem 1. Juli 2021. Naturgemäß haben wir keine Zahlen darüber, wie sich in Zukunft sozusagen das Geschäft entwickeln wird. Abstrakt ist es so, wir betroffen sind von den Prozessen alle 35,5 Millionen Verträge der privaten Krankenversicherung, weil jeweils in Zukunft für diese Art von Verträge festgestellt werden muss, ob ein Angehörigenverhältnis bei Versicherung besteht, wenn in dem Vertrag eine mitversicherte Person einbezogen ist, was in Zukunft was häufig ist. Wir haben allerdings keine Zahlen dazu, wie häufig das ist, weil sich das auch ändert, wenn etwa Kinder aus einem Vertrag ausscheiden und dann selber versicherungspflichtig in der GKV werden, andere Verträge abschließen. Sind das dann, wenn ich da kurz nachfragen darf, auch Vertragsänderungen? Also wenn ein Kind hinzukommt oder ein Kind ausscheidet oder, was weiß ich, ein klassischer Tarif, ein Beihilfetarif umgewandelt wird, sind das dann jeweils relevante Verträge? Also wenn ein Kind hinzukommt, läuft das im Rahmen der Kindernachversicherung, die als neuer Vertrag in den Systemen hinterlegt ist, auch wenn die Personen sozusagen in demselben Vertrag versichert sind. Im Fall der Beihilfe gibt es keine Änderung der Personen, sondern da geht es in demselben Vertrag. Das wäre kein Prozess, der jetzt hier eine Rolle spielen würde.
Vielen Dank. Dann haben wir noch Herrn Dr. Landwehr, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Ja, vielen Dank. Also ich kann das nur unterstützen. Natürlich greifen die Regelungen erst für Neuverträge. Sportlich vorgesehen ist für alle Abschlüsse, die ab nächsten Sommer, ab 1. Juli 2021 abgeschlossen werden, überhaupt nicht umsetzbar. Wir haben derzeit deutlich über 80 Millionen Lebensversicherungsverträge im Bestand. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Zahl auch künftig gehalten wird im Vertragsabschluss, müsste ich also künftig bei jedem neuen Vertrag entsprechend prüfen. Das heißt, irgendwann der Altbestand läuft aus, der Neubestand kommt zu. Irgendwann bin ich dann also in der Verwaltung bei über 80 Millionen Verträgen, die ich dann künftig jeweils individuell prüfen muss, wenn bei diesen Lebensversicherungsverträgen das Risiko der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit abgeschlossen ist. Ich habe keine konkreten Zahlen, wie viele Versicherungsverträge tatsächlich EU-BU-Absicherung beinhalten. Es spielt aber letztendlich auch keine Rolle. Wenn rein theoretisch nur ein einziger Fall in der Praxis auftreten kann, muss ich das eben entsprechend implementieren. Also sind für alle rund 80, 87 Lebensversicherer in Deutschland die Vorgaben hier, die der Gesetzgeber vorsieht, umzusetzen. Und deswegen pro Versicherer Einführungsaufwand alleine eine Million pro Unternehmen. Und wenn Sie jährlich bei jeder Beitragszahlung nachprüfen können müssen, ist der Angehörige ein Angehöriger oder eine dritte Person, die eine Versicherungssteuerpflicht auslöst, führt das eben zu den Kosten, die wir hier vorhin schon angesprochen haben. Kurze Nachfrage. Können Sie auch noch was zu betrieblichen Versicherungen sagen, also betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Lebensversicherung etc.? Da ist ja die Fluktuation wahrscheinlich höher als im privaten Bereich. Können Sie da noch etwas dazu sagen? Also zumindest zur betrieblichen, also wenn Sie auf Altersvorsorge abstellen, betriebliche Altersversorgung sehen wir nicht betroffen, weil da die Anwendungsbereiche und die Rahmenbedingungen so eng sind, dass ich mit dem Angehörigenbegriff unseres Erachtens keine Probleme kriegen dürfte. Einziges Problem ist da die Rückdeckungsversicherung. Dass die nicht von der Versicherungssteuer betroffen sein soll, ergibt sich unseres Erachtens weder eindeutig aus dem Gesetz noch aus der Rechtsverordnung. Dafür muss ich erst in die Begründung hineinschauen. Vielleicht ein handwerklicher Webfehler an der Stelle. Wollen Sie noch kurz was zur Krankenversicherung sagen, Herr Reuter? Ja, war Krankenversicherung war ja angesprochen. Also wir haben jetzt noch 15 Sekunden, wer die jetzt auch immer füllen mag. Vielen Dank. Bei der betrieblichen Krankenversicherung ist das so, dass das neue Gesetz eigentlich mehr Rechtsunklarheit bringt, als bisher bestand. Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Die nächste Frage stellt für die Fraktion Die Linke der Kollege Cézanne. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht an Herrn Strebel von der Bayerischen Beamtenkrankenkasse. Herr Strebel, Sie haben ja die muntere Debatte mitverfolgt. Wie bewerten Sie, inwieweit der Gesetzentwurf das selbstgesteckte Ziel erfüllt? Und vielleicht können Sie auch gleich noch auf Ihr Argument in Ihrer Stellungnahme eingehen, die Befürchtungen auf kommunaler Seite, was die Beihilfeablöseversicherungen angeht und wie dem unter Umständen entgegengewirkt werden könnte. Die Frage richtet sich an Herrn Strebel, Bayerische Beamtenkrankenkasse. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wie das Gesetz erfüllt wird in der bisherigen Regelung in § 4 Absatz 5 Versicherungssteuergesetz, sind ja die Ausnahmen von der Besteuerung geregelt, wonach die private Kranken- und Pflegeversicherung sowie alle Formen der Lebensversicherung bewusst von der Steuer befreit sind. Wir begrüßen, dass die Bundesregierung mit dem Entwurf einzelne Regelungen des Versicherungssteuergesetzes aktuellen Entwicklungen anpassen möchte. Wir sehen es ebenfalls positiv, dass die Bundesregierung im Entwurf das Ziel festgehalten hat, dass die Änderungen keine direkten Kosten für die Wirtschaft beinhalten. Bezogen auf unser Unternehmen, der Umstellungsaufwand ist genannt worden. In der operativen Umsetzung gehen unsere Schätzungen auf 1 Million Euro, die das allein bewerkstelligen würde aus operativer Sicht. Unsere größte Sorge ist jedoch die Tatsache, dass von der substanziellen Änderung § 4 Nummer 5 sowohl der Verbraucher als auch Kommunen betroffen sein werden. Und damit möchte ich zum Bereich der Beihilfeablöseversicherung kommen. Das Versicherungssteuermodernisierungsgesetz strahlt eben über die Betroffenheit der Beihilfeablöseversicherung auch auf die Kommunen aus, da die Kommunen als Pflichtaufgabe die Gewährung von Beihilfe haben. Es sind unsere Kunden, kommunalen Kunden, die ja Beihilfeablöseversicherer führen. Das sind aber auch die Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände. Wir haben deswegen an den Ausschuss eine gemeinsame Stellungnahme mit dem
Deutschen Städte- und Gemeindebund gerichtet. Und dass ich heute hier Stellung nehme, liegt daran, dass es eine sehr spezielle Materie ist. Letztendlich ist gerade für kleinere Kommunen, kleinere Städte, kleinere Gemeinden die Beihilfeablöseversicherung eine sehr wichtige Deckung, denn dort kann bei schweren Krankheitsverläufen die Beihilfe eines einzelnen beihilfeberechtigten Beamten einer Kommune zu Aufwendungen führen, die in Summe in diesem Einzelfall ein normales Jahresaufkommen an Beihilfe übersteigen, teilweise um ein Vielfaches. Deswegen sichern sich diese Kommunen durch eine Beihilfeablöseversicherung ab. Das sind bundesweit etwa 4.000 Kommunen und möchten damit diese unkalkulierbaren Haushaltsrisiken in eine planbare Haushaltsposition, den Versicherungsbeitrag für die Beihilfeablöseversicherung machen. Von ihrem Wesensgehalt her ist die Beihilfeablöseversicherung eine Rückdeckungsversicherung. Das heißt, Versicherungsnehmer ist immer die Kommune und sie hat auch die Ansprüche gegenüber der Versicherung für die Versicherungsleistungen, will damit aber indirekt natürlich diese Risiken der unvorhersehbaren Beihilfegewährung rückdecken. Damit haben wir hier nicht eine unmittelbare Sache, sondern immer mittelbar die Begünstigung der Risikoperson. Und hier ist schon angesprochen worden, ist der Gesetzeswortlaut nach unserer Meinung eben nur über die Begründung unmittelbar und mittelbare Risikopersonen präzisiert. Und wir würden sehr dafür plädieren und werben, dass diese Kriterien unmittelbar und mittelbar aus der Begründung direkt ins Gesetz übernommen werden, um hier Rechtsklarheit zu schaffen. Denn eine Verordnung und die Begründung kann letztendlich durch das jeweilige Ministerium autark geändert werden, während Bestimmung im Gesetz muss immer das parlamentarische Verfahren durchlaufen. Vielen Dank, Herr Sesan. Wir haben noch 27 Sekunden. Machen wir in der nächsten Runde, danke. Vielen Dank. Dann stellt die nächste Frage für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Kollege Schmidt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben schon eine ganze Reihe von Punkten und Kritikpunkten an dem Gesetzentwurf gehört. Meine Fragen richten sich an Herrn Trost von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird dem deutschen Fiskus das Besteuerungsrecht für im Drittland belegene Versicherungsrisiken zugesprochen. Damit geht das Risiko einer Doppelbesteuerung einher. Wie bewerten Sie dies, dass die Doppelbesteuerung in Drittlandsfällen gesetzlich festgelegt werden soll? Dabei würde mich auch aus Ihrer Beratungspraxis heraus interessieren, rechtfertigen Ihnen bekannte Gestaltungen, insbesondere bei international agierenden Konzernen, diese gesetzgeberische Entscheidung? Und dann würde mich auch noch interessieren, wie Sie das beurteilen vor dem Hintergrund, dass Brexit ein Stück weit immer wahrscheinlicher wird. Welche Folgen sich hieraus ergeben für inländische Unternehmen und welche Möglichkeiten es nach Ihrer Einschätzung gäbe, um das Risiko einer Doppelbesteuerung hier zu minimieren? Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Herr Schmidt. Die Frage richtet sich an Herrn Trost, BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Herr Trost. Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Schmidt. Das waren ja nicht nur eine Frage, sondern eine ganze Reihe von Fragen, die ja im Kern die Frage der Doppelbesteuerung stellt und der Problematik. Also grundsätzlich halte ich es für begrüßenswert, dass man hier weitere Regelungen trifft im Gesetzentwurf, um den Besteuerungsort oder die Zuordnung des Besteuerungsrechts zu regeln. Aber immer da, wo ich grenzüberschreitend tätig bin, sei es jetzt, dass es auf Seiten der Versicherungsnehmer ist, ein Industrieunternehmen, was seine Risiken weltweit absichern muss, als auch wenn ich als Versicherer unterwegs bin, muss ich natürlich auch damit rechnen, dass ich auch den entsprechenden Regularien im jeweiligen Drittland oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat unterliege. So. Jetzt ist es bei der Versicherungssteuer nicht so, wie das bei der Umsatzsteuer beispielsweise der Fall ist, dass wir eine harmonisierende Richtlinie haben, sondern wir haben eigentlich ein wesentliches Prinzip, auf das man sich unionsrechtlich verlässt. Das ist nämlich das Prinzip der Belegenheit des Risikos.
Ja. Und davon nimmt man hier ein Stück weit Abstand in meinen Augen in den Regelungen. Es sind auch aktuell Verfahren anhängig beim Bundesfinanzhof und auch beim Europäischen Gerichtshof im Hinblick auf die Fragestellung der Zuordnung des Besteuerungsrechts. Und ich hätte es für glücklicher gefunden, wenn man den Ausgang dieser Verfahren abgewartet hätte, weil man sonst Gefahr läuft, dass gegebenenfalls da jetzt etwas bei rumkommt, was in den Änderungen, die jetzt vorgesehen sind, nicht abgebildet ist. Also insofern die europarechtswidrige Komponente, die da eine Rolle spielt. Ich will mal ein Beispiel nennen, damit es nicht so abstrakt wird. Der Vertreter des Verbands Deutscher Reederer wird da intensiver was zu sagen können. An der Stelle ist nämlich, wenn ich im internationalen Schiffsverkehr unterwegs bin, da haben wir im Europarecht eine Regelung, die sagt, es geht um den Zulassungsstaat. Und wer Zulassungsstaat ist, der hat das Besteuerungsrecht. Und jetzt ist es so, dass im deutschen Versicherungssteuergesetz dieser Begriff gar nicht auftaucht, sondern dort steht begrifflich ein amtliches Register drin. So, und es kann in der Praxis einfach dazu kommen, dass Seeschiffe in verschiedene Register eingetragen sind. Und dann haben sie das Thema, da fährt ein Schiff unter einer ausländischen Flagge, ist aber in ein deutsches Geschäftsregister eingetragen beispielsweise oder in ein ausländisches. Da kommen sie in Doppelbesteuerungssituationen tatsächlich hinein. Meine Fragestellung, und das verknüpft so ein bisschen das Thema Brexit und die Frage nach der Praxis, ist momentan sehr stark. Was passiert denn jetzt eigentlich gerade bei internationalen Versicherungsprogrammen? Wir dürfen nicht vergessen, viele deutsche mittelständische Unternehmen, aber auch große Industriekonzerne sichern ihre internationalen Risiken auch über den Lloyd's-Markt in London ab. Und das schon seit Jahrhunderten. Und da habe ich natürlich eine offene Flanke momentan, weil niemand so recht weiß, was passiert denn jetzt eigentlich nach dem Brexit. Und das Vereinigte Königreich wird dann nach dem Brexit letztendlich auch zum Drittland. Das heißt, ein Land, mit dem wir traditionell bei internationalen Versicherungsprogrammen sehr stark verwoben sind, aber natürlich auch, wo die Wirtschaft sehr stark verwoben ist, wo es einen Austausch von Dienstleistungen und Waren gibt, wird auf einmal als Drittland behandelt. Und das verteuert natürlich auch das Wirtschaften zwischen den beiden Staaten und den Unternehmen entsprechend. Vielen Dank, Herr Trost. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der SPD Kollege Binding. Ja, ich habe eine Frage an Professor Hummel. Doch, er hat genickt, deshalb hatte ich eine kleine Pause gemacht. Und zwar möchte ich noch mal den Paragraphen 4 Absatz 1 Nummer 5 ansprechen und fragen, ob die dort definierte Steuerbefreiung für bestimmte Personenversicherungen das notwendige Maß der Steuerbefreiung hinreichend genau definiert. Oder wäre es anstelle dieser generell abstrakten Regelung nicht geschickter, man würde diejenigen Produkte aus dem Lebens- und Krankenversicherungsbereich herausnehmen, die nicht mehr steuerbefreit sein sollen, und würde diese dann konkret nennen? Die Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Hummel, der uns per Video zugeschaltet ist und uns schon die ganze Zeit folgt. Herr Professor Hummel. Ja, vielen Dank für die Frage. Bin ich zu hören? Perfekt. Ja, also ob sie das jetzt auf das notwendige Maß beschränkt, das ist schwer zu beurteilen von außen. Allerdings geht meines Erachtens aus dem Wortlaut, aus der Gesetzesbegründung und aus der Verordnung doch schon ziemlich deutlich hervor, was denn die Regelung eigentlich erfassen soll und was damit gemeint ist. Und ich bin aus wissenschaftlicher Sicht jetzt überhaupt kein Freund von zu detaillierten Gesetzesregelungen, denn wenn Sie sich unser Steuerrecht anschauen, dann strotzt das von Detailregelungen. Und meines Erachtens ist es ein Irrglaube, dass man Rechtssicherheit dadurch erreicht, dass man jeden Kleinigkeit regeln möchte. Meines Erachtens ist es viel, viel günstiger, abstrakte Regelungen zu erfassen, weil die es der Rechtsprechung dann ermöglichen, sie auszulegen und zwar auch auf zukünftige Sachverhalte. Und das ist ja genau der Punkt, wenn man jetzt diese drei genannten Versicherungsfälle, die jetzt hier immer rumgeistern, dann explizit aufführt und sie ausschließt von der Steuerbefreiung, dann brauchen Sie nicht lange warten, dann hat sich die Versicherungswirtschaft andere Modelle ausgedacht, die dann wiederum vom Gesetzgeber erneut in den Katalog aufgenommen werden müssten. Und das ist dann so ein Hase- und Igel-Spiel, was wir im Steuerrecht ja häufig genug kennen. Also insofern ist aus wissenschaftlicher Sicht
nichts gegen eine abstrakte, generelle Regelung einzuwenden, die dann halt notfalls durch die Gerichte im Wege der Auslegung näher konkretisiert wird. Nur das ist die Funktion der Gerichte. Die müssen dann die Regelungen auslegen. Und je mehr die Gesetzesbegründung der Anhaltspunkte liefert, desto besser ist es dann teleologisch, sie auszulegen. Und die Gefahr, die der eine Kollege angesprochen hat, dass der Gesetzgeber die Gesetzes, nein, dass die Verwaltung die Gesetzesbegründung ändern würde, also die sehe ich überhaupt nicht. Die Gesetzesbegründung ist einmal fix und da sind die Gerichte jetzt nicht dran gebunden, aber sie können sie für die Auslegung jederzeit heranziehen. Die Verordnung kann jederzeit geändert werden, das ist richtig, durch den Verordnungsgeber dann. Aber auch der ist ja in Grenzen nur frei. Das heißt, der kann das Gesetz nicht mittels der Verordnung großzügig auslegen oder umauslegen. Also insofern ist ein geringerer Detailliertheitsgrad meines Erachtens für ein Gesetz, was auch für die Zukunft länger halten soll, eher besser als schlechter. Beantwortet das die Frage? Herr Binding. Ja, vielen Dank. Ich habe die Nachfrage. Was halten Sie von der Befürchtung des GdV, dass es hier zu einer exorbitanten Ausweitung des Verwaltungsaufwands kommt? Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie man diese Vorschrift versteht, beziehungsweise ob man sie vielleicht noch im Gesetzgebungsprozess etwas präzisiert, was zu welchem Zeitpunkt vorliegen muss. Wenn man jetzt tatsächlich verlangt, dass dieses Näheverhältnis, was ja da angesprochen ist, bei jeder einzelnen Prämie da ist, dann kommt da natürlich ein erheblicher Aufwand auf die Versicherungsgeber zu. Wenn man sagt, es reicht aus, wenn das am Anfang oder am Ende da ist oder dass dem Versicherungsnehmer gewisse Mitwirkungspflichten treffen und er muss dann bei Änderungen darauf hinweisen, dann hält sich das auch wieder in Grenzen. Aber das sind dann Fragen, wie man das im Detail regelt, welche Pflichten man dann den jeweiligen Parteien auferlegt. Der Ansatz selber, dass man sagt, es gibt eben diese Befreiung nur unter bestimmten Voraussetzungen und das sind dann in dem Fall hier eher soziale Gesichtspunkte. Gegen den Ansatz kann ich nichts einwenden. Ja, noch ganz kurz, ob Sie glauben, dass ich mich monatlich verheirate oder scheiden lasse oder ob das vielleicht seltener vorkommt? Diese Frage möchte ich nicht beantworten. Vielen Dank, Professor Dr. Hummel. Wir machen weiter. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Brehm. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Frage richtet sich an den GdV, Herr Dr. Landwehr. Ich möchte noch mal, wenn man jetzt so zuhört und wir ja eigentlich davon ausgehen, dass ein Gesetz mehr Steuereinnahmen bringen sollte als Verwaltungsaufwand, dann ist ja diese 150.000 Euro, die geschätzt worden sind für den gesamten wirtschaftlichen Verwaltungsaufwand, wahrscheinlich eine falsche Zahl. Man müsste wahrscheinlich 150 Millionen annehmen, wenn man mal sagt, wie viel Gesellschaften gibt es. Die Bayerische Beamtenkrankenkasse sagt, sie brauchen ungefähr 1 Million Euro Umstrukturierungsaufwand. Und jetzt sind ja die Bayern dafür bekannt, dass sie bescheiden wirtschaften. Sag ich mal, wenn man jetzt die Franken vor allem, wenn man jetzt mal hochrechnet, wie viele Gesellschaften gibt es, und Sie sagen ja gerade die Sparten, Lebensversicherung, Krankenversicherung und andere. Und das Zweite ist, es gibt ja auch verbundene Versicherungen, also Lebensversicherungen mit BU. Krankenversicherung, weiß ich, auf jeden Fall gibt es verbundene Produkte, die einen Preis haben. Wie macht man das dann da? Also wie rechnet man den Preis raus, zum Beispiel bei einer verbundenen Versicherung, den Teil, der versicherungssteuerpflichtig ist und den nicht? Also ich glaube, dass der Aufwand so hoch ist, dass es die Novelle nicht rechtfertigt. Wenn vielleicht noch mal ein positives, Bundeszentralamt für Steuern hat ja gesagt, dass man die elektronische Übertragung macht. Also wenn Sie was Positives raussuchen könnten, was wäre das? Und vielleicht wirklich noch mal eine Konkretisierung des Verwaltungsaufwandes, weil ich glaube, das ist schon eine zentrale Frage für die weitere Befassung. Herr Dr. Landwehr, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ja, vielen Dank. Mal gucken, ob ich mir alle Fragen merken konnte. Fangen wir mit den 150.000 an, die im Gesetz stehen. Der Gesetzgeber sagt ja Einführungsaufwand 150.000 für die gesamte Wirtschaft. Wenn Sie runterrechnen, es werden da zugrunde gelegt 150 betroffene Versicherungsunternehmen aus dem Krankenbereich und dem Lebensbereich. Wir kommen bei unseren Zahlen so roundabout knapp über 130, beziehungsweise knapp unter 130. Aber das hieße, wenn ich mal 150 Unternehmen rechne und einen Aufwand von 150.000, 1.000 Euro pro Unternehmen.
Also dafür kriege ich nicht mal einen Kühlschrank gekauft. Also bei aller Liebe, wenn ich EDV etc. anpassen muss, und wir haben ja gerade selbst gehört, auch aus der Wissenschaft, dass hier doch ein deutlich höherer Aufwand droht. Und wie gesagt, wir haben unsere Unternehmen gefragt, der PKV hat sein Unternehmen gefragt, 1 Million pro Unternehmen ist eine vorsichtige Schätzung. Also die 150 Millionen, die sind belastbar. Und damit sind wir genau bei dem Faktor 1000, der vorhin schon mal im Raume stand. Dann die Thematik, wenn wir schon auf modern gehen, ja, wir versuchen als Versicherungswirtschaft, auch wenn uns das manchmal nicht geglaubt wird, immer moderner zu werden. Unsere Systeme sind mitunter sehr alt, Versicherungen gibt es schon sehr lange, über die Jahre sind wir viel moderner geworden. Und selbstverständlich ist es sehr sinnvoll, zu einer elektronischen Anmeldung der Versicherungssteuer zu kommen. Das geht ja auch schon ein paar Jahre, Sie haben gerade Zahlen genannt. Bisher gibt es Parallelverfahren noch, Papierverfahren plus eben zusätzlich die Möglichkeit, dass ich eben auch elektronisch anmelden kann. Noch nicht alle Systeme sind so modern, dass es ohne Probleme geht. Bis zum nächsten Sommer ist es nicht zu machen. Und darüber hinaus gibt es noch Inkonsistenzen zwischen den Papiervordrucken auf der einen Seite und den elektronischen Meldefeldern. Das ist noch nicht so ganz einfach, aber ich glaube, das ist das geringste Problem und das ist modern und das ist in der Tat sinnvoll an der Stelle. Wenn man dann noch guckt, Sie hatten gefragt, was ist denn mit Kombiversicherung? Kombiversicherung ganz einfach, Sie verkaufen eine Lebensversicherung. Der Kunde sagt, ich möchte auch noch einen EU-BU-Schutz dazu haben. Kein Problem, wird gemacht. Dann habe ich in der Regel eine Komplettkalkulation für diese biometrischen Risiken. Und da stellen wir mal eben, dass dieses Produkt verkauft wird. Herr Brehm erwirbt diese Lebensversicherung plus BU-Versicherung und zahlt dafür eine Prämie im Jahr von 100 Euro. Und er sagt, ja, bezugsberechtigt ist, ich unterstelle das jetzt mal, sehen Sie es mir nach, meine Freundin, dann wäre eigentlich nur aus, sehen Sie, ich wusste schon, er zieht die Brauen noch, dann wäre eigentlich aus diesem Produkt nur die Berufsunfähigkeit, was da letztendlich an Beitrag drauf entfällt, versicherungssteuerpflichtig, nicht aber das ganze Produkt. Da aber die Rechtsprechung bei Kombiprodukten bisher immer sagt, nur ein Tropfen Öl ins Wasserfass führt dazu, dass das ganze Wasser nicht mehr genießbar ist, führt das hier an dieser Stelle dazu, dass die Altersvorsorgung mit Versicherungssteuer belastet wird. Das will der Gesetzgeber nicht, da muss dringend nachgebessert werden. Man sollte vielleicht ins Umsatzsteuerrecht schauen und sagen, wir stellen auf das Hauptrisiko ab. Und wenn das Hauptrisiko versicherungssteuerfrei ist, dann bleiben die Nebenrisiken dies auch. Ich hoffe, jetzt habe ich keine Frage vergessen. Vielen Dank, Herr Dr. Landwehr. Die nächste Frage für die Fraktion der CDU-CSU stellt Frau Kollegin Tillmann. Wir haben jetzt viel über Bürokratie gesprochen. Ich würde gerne mal eine grundsätzliche Frage stellen. Wir besteuern künftig, wenn irgendjemand für einen völlig fremden Obdachlosen eine Krankenversicherung abschließt oder eine Kirchgemeinde, die für eine drogenabhängige Schwangere eine Krankenversicherung oder eine Lebensversicherung abschließt. Herr Dr. Reuter, Sie hatten eben mal kurz gezuckt und gesagt, ist es denn eigentlich sinnvoll zu besteuern, wenn jemand seiner geschiedenen Frau eine Versicherung abschließt? Ist das unser Ernst? Ist das modern? Also ich weiß überhaupt nicht, warum wir auf nahe Angehörige gehen sollen. Ich will nicht verhehlen, dass es da vielleicht Missbrauch gibt. Ich habe auch jetzt nicht geprüft, ob die Schenkungssteuer ausgeschlossen ist. Und bei Kapitalversicherung kann ich mir das noch vorstellen. Aber warum sollten wir jemanden bestrafen, der jemand anderen gegen Leid versichert? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das mitmachen. Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten will. Vielleicht das BZSD. Herr Dr. Reuter, Sie schienen ja eher bei mir zu sein und es auch nicht zu verstehen. Aber wer kann mir erklären, warum wir das tun? Herr Klein vom Bundeszentralamt für Steuern probiert es jetzt. Ja, ich werde es versuchen. Also es ist ja so, dass durch diese Neuerung nicht alles steuerpflichtig werden soll, was irgendwie steuerpflichtig gemacht werden kann, sondern wenn der Risikoperson die Versorgungsleistung zugutekommt, dann bleibt die Steuerfreiheit ja bestehen. Es ist also nicht so, dass hier bei den Beispielen, die gebildet wurden, automatisch dann eine Steuerpflicht entsteht. Und genauso gilt das für die Versicherungspakete. Bei Versicherungspaketen ist es so, dass diese Infektion, wie sie genannt wurde, nur dann stattfindet, wenn die einzelnen Prämien nicht gesondert ausgewiesen werden. Das heißt also auch, wenn gesonderte Prämien ausgewiesen werden, was im Übrigen auch die Transparenz erhöht und die Verbraucherfreundlichkeit, dann kann es nicht zu dieser Infektion kommen. Dann bleiben die Hauptversicherungen, wie Sie sie genannt haben, auch steuerfrei, selbst wenn in einem Einzelfall einmal die Zusatzversicherung steuerpflichtig werden sollte durch geänderte Verhältnisse. Darf ich danach fragen, wo ziehen dann die nahen Angehörigen? Bitte? An welcher Stelle zieht dann die Befreiung für nahe Angehörige mehr, als wenn ich jemanden wildfremden versichere?
Ja, es ist ja so, dass entweder die Risikoperson oder deren nahe Angehörigen quasi die Versorgungsleistung bekommen sollen. Ich möchte einen wildfremden Obdachlosen, Krankenversicherung oder Lebensversichern. Dann ist das steuerpflichtig, oder irre ich mich da? Na, wenn die Leistung direkt dieser Person zugutekommt, wenn die direkt Ansprüche dadurch erwirbt, wenn der Risikofall eintritt, dann sollte keine Steuerpflicht entstehen. Wieso ist dann im Scheidungsfall das anders? Oder habe ich Sie eben also falsch verstanden, Herr Dr. Reuter? Auch beim Scheidungsfall bleibt die Angehörigeneigenschaft erhalten. Ja, aber der Obdachlose war ja nie Angehöriger. Also richtig. Sie sind jetzt etwas gesprungen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn der Obdachlose daraus direkt eigene Ansprüche erwirbt aus dieser Versicherung, die Sie für ihn abschließen, dann sollte die Steuerfreiheit für diesen Vertrag gewährt sein. Herr Dr. Reuter, ja. Vielleicht... Herr Dr. Reuter, wir machen hier mal ganz vorsichtig weiter. Und das Wort hat jetzt Herr Dr. Reuter, Verband der privaten Krankenversicherungen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Diskussion zeigt schon etwas, wie rechtssicher der neue Entwurf ist. Wenn ich das noch begründen darf, wir haben verschiedene Tatbestände, unter denen auch in Zukunft Versicherungssteuerfreiheit bestehen soll. Der erste ist das Angehörigenverhältnis. Das ist bei dem Fall des Obdachlosen nicht gegeben. Der zweite ist, dass die in der Sprache des Entwurfs die Risikoperson einen unbedingten Anspruch gegen den Versicherer hat. Diese Variante ist in keinem der Verträge, die dem geltenden Versicherungsvertragsrecht entsprechen, in der Krankenversicherung erfüllt, weil nach dem Versicherungsvertragsrecht ein unbedingter Anspruch für die versicherte Person nur besteht, wenn der Versicherungsnehmer als der Vertragspartner der Leistung an die versicherte Person zustimmt. Wir haben hier auch aus Verbraucherschutzgründen immer einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten des Versicherungsnehmers, sodass diese Regelung nicht in Frage kommt. Einen anderen Tatbestand gibt es nicht in dem Entwurf, sodass dann in den Fällen, in denen für den Obdachlosen beispielsweise eine Versicherung genommen wird, Versicherungssteuerpflicht entsteht. Und wenn ich das noch ergänzen darf, nach der Lesart, die uns auch aus dem Finanzministerium zugetragen werden soll, reicht es nicht, dass das Angehörigenverhältnis im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses besteht, sondern es soll über die gesamte Vertragslaufzeit bestehen. Deswegen hilft auch das in diesem Fall nicht. Vielen Dank, Herr Dr. Reuter. Der Nächste in der Anhörung ist der Herr Gottschalk, der für die AfD eine Frage stellt. Ja, ist so ein bisschen Klassenkampf, wo es eigentlich um Mathematik geht, was ich 25 Jahre gemacht habe. Frau Tillmann, einen Drogenabhängigen werden Sie kaum krankenversichert kriegen, das kann ich Ihnen so sagen. Zumindest wird das sehr schwierig, wenn wir von einer privaten Versicherungswirtschaft sprechen. Genauso wenig wie der Fußballer der alltägliche Fall ist. Aber jetzt vielleicht zu meiner Frage, die ich da noch mal an Herrn Dr. Landwehr formulieren möchte, möchte ich in ein paar Teile separieren. Modern ist die Versicherungswirtschaft, Dunkelverarbeitung. Da ist vieles möglich, was heute in der Verwaltung noch nicht möglich ist. Aber ich möchte mal auf konkrete Fälle gehen, die hier so salopp formuliert werden. Also nehmen wir mal die Grundfähigkeiten, die einen sehr wichtigen Bestandteil darstellen, gerade für ältere Menschen oder aber auch, die sich noch nicht BU-versichert haben oder aber für Menschen, die Vorerkrankungen haben oder aber gerade für den Mittelstand, um den sich doch alle so kümmern wollen, auch die SPD unterstelle ich. Hier ist gerade für Handwerker wichtig, Grundfähigkeit halt, ich versichere den Verlust der Möglichkeit, die Hand zu bewegen oder beide Beine oder die Augen. Das kann ich alles separieren. Ich kann eine Dread Disease machen auf beispielsweise Herz-Kreislauf oder Herzinfarkt. Keyman klingt auch so abstrakt. Ist auch fast so ein bisschen klassenkämpferisch hier genannt worden. Nee, das geht auch den Mittelständler an, der sein kleines Unternehmen versichern möchte, im Falle, dass er ausfällt finanziell. Also meine simple Frage ist, wer würde denn diese 150 Millionen fortlaufenden Aufwand tragen? Das ist die eine Seite. Wie sehen Sie es hier angeklungen, die BUZ, die eine Freistellung des Beitrages haben kann, aber auch mit einer Rente einhergehen kann. Wie sehen Sie es auf die BAV, die ja so viel gepriesen wird von allen, Eigenverantwortung stärken, mehr BAV, weil die Rentenansprüche aufgrund einer gewissen Politik ja sinken. Also wie würden Sie es da beurteilen, gerade auf die Rechtssicherheit? Und wie würden Sie sich eine enumerative Aufzählung denn wünschen, damit wir Klarheit bekommen? Denn hier scheint ja vieles im Dunkeln zu liegen. Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Herrn Dr. Landwehr, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Vielen Dank für die Fragen. Also zum einen zu den 150 Millionen Euro. Wer zahlt das?
Ich glaube, das können Sie sich alle sehr ausmalen. Das zahlt letztendlich die Versichertengemeinschaft. Irgendwo muss das Geld herkommen. Also letztendlich wird das aus den Prämien generiert werden müssen. Und im Zweifelsfalle ist es immer so, Angebot und Nachfrage, gegebenenfalls steigen dadurch die Prämien. Leider. Dann, was die Thematik angeht, betroffene Produkte. Erstmal vielen Dank für den Hinweis. Grundfähigkeitsversicherung, Dread Disease Versicherung. Ist überhaupt die Frage, wie ordne ich die hier genau ein im Gesetz? Ist das eine EU- oder BU-Versicherung? Wie wird das Ganze überhaupt steuerlich behandelt? Das ist meines Erachtens alles andere als klar. Müsste man also genau nachschärfen. Vielleicht brauche ich wieder ein BMF-Schreiben oder wie es gerade von Herrn Professor Hummel geheißen hat. Im Zweifelsfall muss das die Rechtsprechung klären. Ist für mich nicht rechtssicher, ist für mich nicht modern. Also bei aller Liebe. Und wenn es darum geht, dass hier davon gesprochen wird, man hätte hier Kleinigkeiten, die geregelt werden, ja, dann soll man sich bitte schön noch auf Kleinigkeiten beschränken. Wenn ich zum Schneider gehe, möchte ich einen passenden Anzug und kein Zelt geliefert bekommen. Das muss ganz genau passen. Und wenn ich diese Kleinigkeiten eben regeln will, ich habe es vorhin schon versucht anzusprechen, dann gehe ich eben auf die Sportinvaliditätsversicherung, dann gehe ich eben auf die Filmausfallversicherung und ich verwehre mich ein bisschen dagegen, dass hier ein Rennen Hase-Igel einsetzt, dass die Versicherer dann hingehen und sagen, uns fällt schon was ein, die Versicherungssteuer in irgendeiner Form auszuhebeln. Nein, das ist überhaupt keine Intention. Es sind echte Nischenprodukte und es gibt wenige Anbieter, die diese Produkte anbieten. Dann nenne ich die im Gesetz und dann definiere ich die ganz genau, was ich hier erfassen will. Ich mache es jetzt einfach, sonst kommt nachher wieder Lobby-Control. Sportinvaliditätsversicherung ist versicherungssteuerpflichtig, wenn der Profifußballverein für seine Profifußballspieler eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt und im Leistungsfall dann die Leistung nicht an den Spieler geht, sondern eben an den Sportverein. Bums, dann habe ich die Regelung, die ist klar und eindeutig und das kann ich auch nicht aushebeln. Also bei aller Liebe, also da muss ich mich einfach ein bisschen aufregen, das geht so einfach nicht und dann zu sagen, Kleinigkeiten, wir nehmen das Zelt und nicht den Anzug. Nein, falscher Ansatz. Vielen Dank. Herr Gottschalk, wir haben noch 45 Sekunden. Dann würde ich noch mal nachfragen wollen. Es klang ja schon an, der 150 VVG mit der versicherten Person, Herr Dr. Landwehr, und dieser neuen Wortschöpfung der Risikoperson. Wie würde denn da Ihrer Meinung nach einfach eine simple Lösung ohne viel Bürokratie und Unsicherheit aussehen können? Also wenn Sie auf die neuen Begrifflichkeiten abstellen, wie Risikoperson, braucht kein Mensch. Man sollte das nehmen, was etabliert ist, was von der Rechtsprechung klar ausgeurteilt ist. Nehmen wir die Begrifflichkeiten eben aus dem VVG, dann passt es. Danke. Vielen Dank. Ich darf jetzt auch Herrn Professor Dr. Axer begrüßen. Und die nächste Frage für die SPD-Fraktion stellt Frau Kollegin Antbrauer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also mich hat die Argumentation von Professor Hummel sehr überzeugt, dass man es allgemein halten sollte. Weil ich denke, ja, im Moment fallen uns nur Fußballer und Schauspieler ein, aber es gibt vielleicht noch andere Menschen, die das... Obdachlose sind nicht betroffen, wenn sie selber diese Leistung bekommen. Aber ich wollte jetzt mal meine Frage stellen, weil an das BZST, also an Herrn Klein, noch mal die Frage. Wenn wir doch von den ganzen abstrusen Konstrukten hier mal absehen, ja, dass Herr Kollege Brehm seiner Freundin die Erwerbsunfähigkeitsbegünstigung zukommen lässt, ja, und seiner Frau die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Lebensversicherung seiner Tochter. Vielleicht ist es bei Ihnen so, ich finde es völlig lebensfern, dass man eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung jemand anderem gibt, als sich selber trifft beim Fußball zu, aber ich würde die für mich begünstigt ausstellen lassen. Ja, gut, das mag für Sie normal sein. Deswegen möchte ich gerne noch mal nachfragen. Wie ist es wirklich jetzt mit den Verpflichtungen, die die Versicherer in Zukunft zusätzlich haben werden? Und jetzt bitte realistisch, wir haben eine Menge Versicherungen, habe ich heute gelernt. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele haben. Aber wie realistisch sind diese Fälle wirklich, mal abgesehen von den Profifußballern, von den Schauspielern und auch davon, dass wir nicht mit einem Tropfen das ganze Wasser verseuchen. Wie realistisch sind die Fälle und wie groß ist das Volumen für die Versicherer? Die Frage richtet sich an Herrn Klein, Bundeszentralamt für Steuern. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich finde diese Regelung nicht zu komplex, auch nicht deren Umsetzung. Wir müssen zunächst mal bedenken, dass hier ja nur Neuverträge betroffen sind. Also Sie müssen nicht Ihre genannten Zahl von 35,5 oder 80 Millionen Altverträge durchforsten. Das ist der eine Punkt. Das heißt, beim Abschluss des Versicherungsvertrages ist Ihnen oder ist der Versicherung ja bekannt, wer der Begünstigte ist und ob es sich hier um einen steuerfreien Vertrag wie üblicherweise handelt oder ausnahmsweise um einen steuerpflichtigen Vertrag.
Und diese Feststellungen sind bei Vertragsbeginn bekannt. Und das Versicherungsunternehmen ist nicht verpflichtet, das ist eindeutig nicht verpflichtet, pausenlos nachzufragen beim Versicherungsnehmer, ist es immer noch so, ist es immer noch so, bei jeder Prämie das wieder nachzufragen. Also wenn Sie daraufhin Ihren Erfüllungsaufwand berechnet haben, da kann ich Sie beruhigen, der wird deutlich niedriger sein. Es ist aber möglich und auch vorgesehen, dass Sie Auskunftspflichten an den Versicherungsnehmer haben, ja, oder an die Risikoperson, also an den Versicherungsnehmer, ob sich da eine Änderung ergeben hat hinsichtlich der bezugsberechtigten Personen. Und selbst wenn das theoretisch und in seltenen Fällen auch praktisch vorkommen wird, wird es nicht zu einem erheblichen Schaden bei Ihnen kommen können, denn es ist ja so, dass Sie die Steuer beim Versicherungsnehmer nachträglich einfordern können. Und selbst in dem Fall, dass das erst beim Versicherungsfall auftritt und Ihnen bekannt wird, haben Sie die Möglichkeit, die Versicherungsleistung um diesen Steuerbetrag zu kürzen. Also deswegen kann ich diese ganzen Zahlen, die hier in den Raum geworfen werden, wirklich nicht nachvollziehen. Frau Arndt-Brauer, wir haben noch 1,30. Ja, ich möchte gerne diesen Fall mit dem Obdachlosen noch mal aufgreifen. Wenn ich für den Obdachlosen eine Krankenversicherung abschließe, dann, wenn ich das richtig verstehe, ist sie doch sowieso steuerfrei. Krankenversicherung in der Regel, außer... Ja, Krankenversicherungen sind grundsätzlich steuerfrei. Wenn er der Begünstigte ist, kann ich doch für ihn sogar eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung abschließen. Was ich nicht kann, ist, ich kann nicht eine Versicherung abschließen und sagen, wenn der jetzt erwerbsunfähig wird, bekommt Herr Brehm die Prämie. Das geht nicht. Ja, versicherungssteuerfrei, wenn ich das richtig verstehe. Ja, man will durch diese... Ganz vorsichtig, wir sind in einer Sachverständigenanhörung und das Wort hat jetzt Herr Klein vom Bundeszentralamt für Steuern. Herzlichen Dank. Ja, es zielt ja darauf, dass wirklich die Risikoperson, die Nutznießerin oder deren Angehörigen, die Nutznießer, die im Falle des Risikoeintritts wird und nicht ein Unternehmen, um sich gegen Gewinnausfälle abzusichern. Das ist Sinn und Zweck dieser Änderung, denn da fehlt es im Prinzip an diesen sozialen Gründen, die ja grundlegend sind für diese bereits seit 100 Jahren bestehende Steuerfreiheit von Versicherungen, die Kranken und Erwerbsminderung und so weiter zum Gegenstand haben. Vielen Dank, Herr Klein. Die restlichen 14 Sekunden werden uns geschenkt und wir machen weiter mit dem Herrn Dr. Brotesser, der die nächste Frage für die CDU-CSU-Fraktion stellt. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht nur eine Bemerkung. Ein Versicherungssteuermodernisierungsgesetz sollte auch moderne Lebensformen beinhalten. Und ich glaube, der Begriff der nahen Angehörigen trifft ja im Moment nicht alle aktuell praktizierten Lebensformen. Also es gibt ja auch Lebensgemeinschaften, die nicht eingetragen sind. Also insofern vielleicht so viel zum Thema modern. Meine Frage richtet sich aber, ich sag mal, an den Verband Deutscher Reeder zu einem ganz anderen Sachverhalt. Und zwar soll ja zukünftig auch die Drittbegebenheit, ich sag mal, im Steuerrecht neu geregelt werden bei der Versicherungssteuer. Und ich habe mir sagen lassen, weil es ist eine hochkomplexe Materie, dass es offensichtlich der Fall sein kann, dass ein in einem ausländischen Register eingetragenem Schiff unter ausländischer Flagge, was aber in Deutschland beredert wird über einen Managementvertrag, dass darauf eine Versicherungssteuer fällig werden kann, auch für den Fall, wo das Schiff, ich sag mal, von einem ausländischen Versicherungsunternehmen versichert ist. Und der Versicherungsnehmer eigentlich ja auch der ausländische Schiffseigentümer ist. Aber durch die Berederung oder durch das Management dieser Schiffsleistung ist zusätzlich zu einer deutschen Steuerpflicht kommen kann. Also das widerstrebt meinem Rechtsverständnis. Könnten Sie da vielleicht zur Klarheit mal beitragen, ob das tatsächlich der Fall ist? Die Frage richtet sich an Herrn Reeder, Verband Deutscher Reeder. Ja, vielen Dank, Frau Hensel. Vielen Dank, Herr Brotesser. Ich darf vielleicht vorausschicken, dass die Diskussion bisher vielleicht gezeigt hat, dass es sich hier um ein deutsches Gesetz handelt, was für die deutschen binnenländischen Gegebenheiten gemacht worden ist. Unser Geschäft bewegt sich ausschließlich im internationalen Bereich. Das heißt, unsere Versicherungen sitzen in der Regel außerhalb Deutschlands, unsere Kunden sitzen außerhalb Deutschlands, unsere Schiffe werden zu 92% in internationalen Gewässern betrieben. Und insofern, und die Rechtsverhältnisse, die unsere Versicherung regeln, unterliegen in der Regel auch nicht deutschem Recht, sondern ausländischem Recht. Insofern müssen wir das deutsche Versicherungssteuerrecht in irgendeiner Form mit dieser Art von Gewerbe in Verbindung bringen. Und wir haben die Situation in Deutschland, dass etwa 500 Schiffe sich in ausländischen Registern befinden. Diese Schiffe wurden früher nicht besteuert. Durch eine Veränderung der Interpretation durch die Finanzverwaltung sollen sie in Zukunft grundsätzlich der
Versicherungssteuer unterliegen. Und diese Schiffe werden in der Regel durch deutsche Manager, durch deutsche Reedereien technisch betreut. Sie gehören aber ausländischen Investoren, ausländischen Eignern. Sie befinden sich in ausländischen Registern. Und durch die Tatsache, dass alle die mit einem Schiff in Verbindung befindlichen Dienstleister unter der Police des Schiffes mit abgedeckt werden. Herr Professor Dr. Axer, ich glaube, Sie haben Ihr Mikro an. Könnten Sie mal? Vielen Dank. Dadurch, dass alle, die mit dem Betrieb eines Schiffes verbundenen Unternehmen, einschließlich des Eigners, unter einer Police mit abgedeckt werden, kann sich die Situation ergeben, dass durch die Bereederung im Inland das ausländische Schiff der Versicherungssteuer unterliegt. Diese Situation ist in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht eindeutig geklärt. Es gibt einen Erlass, der den Einzelfall versucht zu regeln. Dieser Erlass schafft sozusagen im Nachhinein Rechtssicherheit, wenn der Einzelfall irgendwann betrachtet worden ist. Tatsächlich ist er aber eine Klärung, die erst irgendwann 2 Jahre bei einer Betriebsprüfung 2 Jahre später erfolgen kann. Und wir im Vorhinein bei dem Abschluss unseres Dienstleistungsverhältnisses nicht eindeutig wissen, ob das Schiff, was wir betreiben sollen im Inland, für einen ausländischen Kunden der Versicherungssteuer unterliegt oder nicht. Das ist ein erhebliches Hemmnis. Ich habe selber erlebt, dass mir Londoner Kunden gerade abgelehnt haben, 5 Schiffe in das Management nach Deutschland zu bringen, weil sie gesagt haben, solange die Versicherungssteuer nicht geklärt ist, sind wir nicht bereit, uns mit diesem Sachverhalt überhaupt auseinanderzusetzen. Es mag durchaus sein, dass man später in der Einzelfallbetrachtung dazu kommt, dass das Schiff der Versicherungssteuer nicht unterliegt. Aber die Kunden sind international nicht bereit, sich mit diesem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Und insofern verlieren wir das Geschäft im Vorhinein, weil wir erst im Nachhinein die Rechtssicherheit erhalten. Vielen Dank, Herr Reda. Wir haben noch 43 Sekunden. Ich würde die 43 Sekunden nutzen, um eine Frage an Herrn Professor Axer zu richten. Und zwar, wie betrachten Sie oder wie beurteilen Sie die vom BMF eingeschlagenen Weg, wesentliche Begriffsbestimmungen in die Durchführungsverordnung zu verlagern aus rechtlicher Sicht? Herr Professor Dr. Axer. Ja, es ist ja im Grunde so, dass es verfassungsrechtlich keine fixierten Regelungen dazu gibt, bis auf die sogenannte Wesentlichkeitstheorie, die schlicht und ergreifend sagt, dass alles dasjenige, was nicht der bloßen Durchführung im Sinne von Einzelanweisungen an die Behörden oder Ähnliches dient, dass das natürlich im Gesetz selber geregelt werden soll. Das heißt, wenn hier ganz zentrale Begriffsbestimmungen in die Durchführungsverordnung hineinkommen, ist aus meiner Sicht eindeutig, dass das nicht Sinn macht, weil das hat mit der Frage Umsetzung durch Exekutive wenig zu tun, sondern ist eine Basisgesetzesanwendung und deshalb gehören solche Legaldefinitionen ins Gesetz. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Axer. Wir machen weiter. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der FDP der Kollege Schäffler. Ich habe eine Frage an den Verband Deutscher Reeder. Jetzt plädieren Sie ja für eine Absenkung der Versicherungssteuer für Ihren Bereich. Befürchten Sie nicht, dass das dann zum Run kommt, dass jetzt plötzlich alle das fordern? Oder was unterscheidet Sie von anderen? Und das Zweite ist, ist das eigentlich systemwidrig, dann so eine Absenkung, oder passt das aus Ihrer Sicht in die bestehende Gesetzeslogik? Herr Reeder vom Verband Deutscher Reeder. Vielen Dank, Herr Schäffler. Wir müssen ja zunächst sehen, dass es eine Absenkung auf 3% in dem Bereich der Schiffskaskoversicherung für Schiffe, die im inländischen Register sind, immer schon gegeben hat. Insofern ist das keine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist, sondern die eigentlich gelebte Praxis gewesen ist. Es ist aber sinnvoll, einen einheitlichen Steuersatz zu schaffen, weil die 19% Versicherungssteuer im internationalen Vergleich ein absolutes Unikat sind und kein anderer Schifffahrtsstandort in der Welt auch nur im entferntesten eine ähnliche Besteuerung aufzuweisen hat. Und insofern ist es eine Frage der Abschaffung eines Ausnahmetatbestandes im internationalen Vergleich, wenn wir die Versicherungssteuer absenken. Unser betrachteter relevanter Markt ist der internationale Markt und nicht der deutsche. Und insofern ist die gegenwärtige Regelung einer Versicherungssteuer der Ausnahmetatbestand und nicht die Senkung der Versicherungssteuer.
Ich darf vielleicht noch als weiteres sagen, dass wir insgesamt etwa 500 Schiffe haben, die davon betroffen sind. Wenn wir uns um die Problematik der ausländischen Schiffe unterhalten. Und das macht ein Volumen aus von etwa 40 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Diese 40 Millionen Euro muss man in Beziehung setzen zu ganzen 20 Millionen Euro, die die deutsche Handelsschifffahrt im Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen überhaupt von der KfW abfordern konnte, weil die Bedingungen so sind, dass die Handelsschifffahrt kaum diese Hilfen in Anspruch nehmen kann. Die Absenkung des Versicherungssteuersatzes und die Abschaffung dieses im internationalen Bereich absoluten Ausnahmetatbestandes würde uns eine erhebliche Hilfe bringen in einer Zeit, die ausgesprochen schwierig ist und wo die nationalen Maßnahmen für uns nicht greifen. Und vielleicht nur eine Vergleichszahl: Um die Werften in Mecklenburg-Vorpommern, in Warnemünde und Rostock zu stützen, sind nach den Zeitungsberichten, die ich gelesen habe, 570 Millionen Euro benötigt, um die Werften nur bis zum nächsten April durchzubringen. Das vergleiche ich mal und setze es in Beziehung zu den 40 Millionen Euro, um die wir uns hier unterhalten bei der Versicherungssteuer für Seeschiffe, um einen dauerhaften Wettbewerbsnachteil nachhaltig abzuschaffen. Ja, ich habe noch eine Frage an den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Jetzt wird ja hier, Sie hatten es vorhin auch schon leicht angedeutet, der neue Begriff der Risikopersonen eingeführt. Was unterscheidet den denn eigentlich von der versicherten Person? Also tatsächlich weiß ich das natürlich, aber vielleicht können Sie das noch mal in der Qualität ausdrücken, was das eigentlich heißt. Herr Dr. Landwehr, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Vielen Dank für die Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, was das soll, wofür ich diese Risikoperson brauche, weil letztendlich ist immer entscheidend, wer ist Versicherungsnehmer und wer ist versicherte Person. Das sind die Begrifflichkeiten, die allgemein seit Jahrzehnten gebräuchlich sind und wozu ich dann jetzt neu den Begriff der Risikoperson brauche, ich weiß es nicht. Und ich muss auf jeden Fall im Zweifelsfall im Nachgang damit rechnen, wenn der Gesetzgeber mit neuen Begrifflichkeiten agiert, dass sich dann genau Fragen ergeben, warum macht man das, was ist genau eine Risikoperson, wann ist es keine mehr, und das gibt eben wieder neue Probleme. Vielleicht auch nochmal an den Verband der privaten Krankenversicherung die gleiche Frage. Was hat aus Ihrer Sicht der neue Begriff für eine Folge? Herr Dr. Reuter, Verband der privaten Krankenversicherungen. Ja, vielen Dank. Wie der Kollege Herr Landwehr schon gesagt hat, ist das ein neuer Begriff, der in der bisherigen Versicherungssystematik nicht vorhanden ist. Und man muss ja auch sehen, die Versicherungssteuer knüpft ja an den Lebenssachverhalt Versicherungsverhältnis. Und das Versicherungsverhältnis ist rechtlich geprägt durch die beiden Figuren, Versicherungsnehmer als der Vertragspartner des Versicherers und der versicherten Person. Und welche Rolle jetzt die Risikoperson spielt, ist im Grunde genommen offen. Wir sehen es an der Diskussion hier, dass es da auch viele Fragen gibt, die bis in die Familienverhältnisse der Betroffenen hereingehen und die man sich ersparen kann, wenn man auf die Risikoperson verzichtet. Vielen Dank, Herr Dr. Reuter. Wir machen weiter. Die nächste Frage stellt für die Fraktion Die Linken der Kollege Cézanne. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich stelle noch mal eine Frage an Herrn Stremel, Bayerische Beamtenkrankenkasse. Herr Stremel, wollen Sie zu dem Thema Risikopersonen, also die Frage von Herrn Schäffler aufgreifend, bitte auch noch mal Stellung nehmen? Und vielleicht lassen Sie dem Kollegen vom Bundeszentralamt für Steuern, Herrn Klein, noch anderthalb Minuten zum Ende, damit er auf Ihren Vorschlag, wie man das Problem mit der Beihilfeablöseversicherung lösen könnte, kurz einzugehen. Dankeschön. Die Frage richtet zunächst an Herrn Strebel, Bayerische Beamtenkrankenkasse. Ja, vielen Dank. Wir begrüßen, dass nach dem Willen der Bundesregierung und der Fraktion im Bundestag die Versicherungssteuerfreiheit für die Beihilfeablöseversicherung erhalten bleiben soll. Unserer Auffassung nach ist jedoch Rechtsklarheit für die Kommunen und die Beihilfeablöseversicherung mit der Formulierung nicht gegeben. Sie haben es in Kontext jetzt gestellt zur Risikoperson. Der Gesetzentwurf lässt offen, ob eine Versicherungsleistung, die nur mittelbar der Risikoperson dient, von der Steuer befreit ist. Das ist aber eine entscheidende Frage für die Beihilfeablöseversicherung. Die Beihilfeablöseversicherung der Kommunen, denn versicherungsrechtlich sind die Kommunen Versicherungsnehmer der Beihilfeablöseversicherung und die Versicherungsleistungen stehen nur ihnen zu.
Damit dient die Versicherungsleistung nicht direkt der Risikoperson und das Kriterium könnte verneint werden. Es ist jetzt, ich habe glaube ich vorher von der Gesetzesbegründung gesprochen, da ist mir Fehler unterlaufen, in der Durchführungsverordnung, zur Begründung zur Durchführungsverordnung und zum Gesetz ist dieses mittelbar und unmittelbar aufgelöst und könnte ins Gesetz übernommen werden. Aber solange es eben nicht im Gesetz selber steht, könnte die Durchführungsverordnung eben durch die Bundesregierung oder durchs Ministerium einseitig geändert werden und die Rechtsklarheit würde damit fehlen. Vielen Dank. Der zweite Teil der Frage ging an Herrn Klein, Bundeszentralamt für Steuern. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da kann ich Sie beruhigen, denn wenn einer auf die Idee kommen wollte, das zu besteuern, wäre das nun mal die Verwaltung. Und wir verstehen das Gesetz so, wie es auch gemeint ist, nämlich dass diese Versicherungen, nämlich die Beihilfeablöseversicherungen, bereits nach dem Gesetzeswortlaut weiterhin steuerfrei zu betrachten sind. Denn diese Versicherung dient ja unzweifelhaft der Versorgung dieser natürlichen Person, bei der sich das Risiko realisiert. Oder ihre Angehörigen. Insofern haben wir da, nein, es gibt ja auch noch, selbst wenn Sie das noch nicht überzeugen sollte, es gibt auch noch in der Durchführungsverordnung da eine allgemeine Regelung, die als Beispiel für steuerfreie Versicherungen in dem dortigen § 1 Absatz 6 Nummer 3 auch abstrakt diese Beihilfeablöseversicherung benennt. Und als drittes Beruhigungsmerkmal kann ich Ihnen sagen, dass es auch in der Begründung dieses Gesetzesentwurfs ausdrücklich angesprochen wird, dass diese Art Versicherung steuerfrei bleibt. Also da kann ich Ihre diesbezüglichen Zweifel wirklich zerstreuen. Herr Strebel meldet sich noch mal für eine Nachantwort. Herr Strebel, Bayerische Beamtenkrankenkasse. Ja, vielen Dank. Es ist halt die Frage, wenn wir von Modernisierung und von Klarheit sprechen, ist dann die Frage, warum diese Klarheit eben indirekt über Begründungen und Durchführungsverordnungen geregelt werden muss und man die Klarheit nicht direkt im Gesetz schafft, um dort eben mittelbar und unmittelbar direkt nennt. Kann sein, dass dann dadurch, oder eine zweite Alternative wäre, ist auch schon gesprochen worden, dass die Bezeichnung der Versicherungsarten, die befreit oder nicht befreit werden sollen, der Klarheit wegen auch direkt erfolgen könnten. Denn ob es sehr sinnvoll ist, Wissenschaft hat vorhin gesagt, okay, da muss man gegebenenfalls auf die Auslegung der Gerichte achten, ob das eine sinnvolle Lösung ist, wenn ihr ein neues Gesetz macht, dass ich proaktiv schon auf die Gerichte warte. Das ist dann die andere Sache. Vielen Dank, Herr Susanne. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich probiere es mal ganz kurz, Herr Klein. Wenn Sie sagen, nach dem Verständnis der Verwaltung ist das alles unkompliziert. Aber wäre es nicht auch für Sie einfacher, es stünde im Gesetz und Sie müssten über Ihr Verständnis nicht lange nachdenken? Herr Klein, Bundeszentralamt für Steuern. Ja, danke schön. Es ist schon so, dass wir das aus dem Gesetzeswortlaut herauslesen. Ich habe Ihnen aber drei Gründe genannt, die dafür sprechen, dass es dieses Produkt weiterhin als steuerfrei behandelt wird. Wenn es da verschiedene Ansichten gibt, wann ein Gesetz klar ist oder nicht, wir empfinden das schon als eindeutig, allein schon aus dem Wortlaut des Gesetzes. Vielen Dank, Herr Klein. Die nächste Frage stellt für die Fraktion der CDU-CSU Herr Dr. Brotesser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Jochen Axer von der TH Köln. Und zwar, welche rechtlichen Wirkungen hat es, wenn die Versicherung den Angehörigenstatus nicht oder falsch angibt oder abfragt? Beziehungsweise welche Konsequenzen hätte es, wenn man, wie teilweise vorgeschlagen, den Versicherungsnehmer über die allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichten würde, Statusänderungen der Versicherung weiterzugeben und dies unterlässt? Eventuell könnten Sie auch bewerten, wie das aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht bei der Abwälzung dieser Pflicht steht. Vielen Dank. Und vielleicht noch mit einem Satz, wenn Sie dann noch aus Ihrer Sicht die eigentliche Intention, die Invaliditätsversicherung, die Schlüsselkraftversicherung oder die Keyman-Policen, wie könnte man die vielleicht gesetzlich geschickter formulieren oder erfassen? Vielen Dank. Die Frage richtet sich an Professor Dr. Axer. So, dass ja eine Mehrzahl von durchaus komplexen Produkten existiert. Ich finde es extrem schwierig, das über allgemeine abstrakte Formulierungen
überhaupt ins Gesetz hineinzupacken, wie das heute ist. Das wird neue Auslegungsfragen geben und endet ja auch nicht bei den Produkten, die hier gerade diskutiert werden. Ich würde in dem Zusammenhang, um das auch zukunftsfähig zu machen, belastbar zu machen, sehr für ein eigenständige Möglichkeit eines Auskunftsverfahrens plädieren, wie es das in allen anderen Bereichen der Steuer an sich gibt. Das ist bei der Versicherungssteuer mit der Flexibilität und Veränderung, Variabilität von Produkten sicher sinnvoll, darüber ernsthaft nachzudenken. Oder alternativ natürlich, man definiert heute die heute existenten Produkten, das ist aber dann für die neuen Entwicklungen natürlich nicht besonders weiterführend. Zurück zu Ihrer ersten Frage, die rechtlichen Auswirkungen der Nichtangabe oder der Veränderung von Angehörigkeitsverhältnissen ist unklar aus meiner Sicht. Das soll heißen, erster Punkt ist, glaube ich, darüber diskutiert worden, auch vor meiner Beteiligung, dass schon der Begriff des Angehörigen ja mehr als schwierig ist in diesem Zusammenhang. Und die Frage des Angehörigkeitsstatus sich natürlich ohne weiteres verändern kann, mit der Folge, dass Sie ja nur die Frage stellen können, auf wen läuft die Verpflichtung zu, diese Änderung nachzuverfolgen. Theoretisch könnte die Versicherungswirtschaft tatsächlich versuchen, das über AGBs abzuwälzen. Nun wissen wir alle, die Intensität, in der allgemeine Geschäftsbedingungen gelesen werden, ist nicht besonders ausgeprägt. Mit der Folge, dass ich glaube, dass über die AGBs und selbst wenn man es fett schreibt und weiß der Teufel besonders hervorhebt, dass man das schlicht auf den Versicherungsnehmer gar nicht überwälzen kann. Und auch aus, Sie hatten das angefügt, aus einer Verbraucherschutzsicht, es mir als mehr als schwierig erscheint, das jetzt auf den Versicherungsnehmer abzuwälzen und ihn quasi permanent zu verpflichten, Veränderungen in einem Angehörigkeitsstatus hier mitzuverfolgen und dann den Versicherungen mitzuteilen und bei Nichtmeldung tatsächlich Lücken im Versicherungsschutz zu akzeptieren. Ich glaube, dass das schlicht nicht funktionieren wird, über AGBs also nicht, mit der Folge, dass es als Verpflichtung bei den Versicherungen bleiben wird, mit dem, glaube ich, vorhin schon diskutierten Aufwand. Selbst wenn der nur in die Zukunft gerichtet wäre, ist das ein Aufwand, der bei den VUs bleibt. Und natürlich gerade in diesem Bereich der Versicherungssparten zu einem Zusatzaufwand führt, der sehr erheblich ist. Vielen Dank. Wir haben noch 45 Sekunden. Herr Dr. Brotesser. Dann nutze ich die zu einer letzten Frage an den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Wir haben ja eben darüber diskutiert, in welchen Fällen es überhaupt zu einer Versicherungspflicht bei Personenversicherungen, die bisher steuerlich begünstigt sind, kommen könnte. Stimmen Sie mit mir darüber ein, dass nicht, ich sag mal, die Anzahl der zukünftig steuerpflichtigen Verträge relevant ist für Ihre Aufwandsschätzung, sondern die generelle Einführung eines Prozesses, der ja sicherstellen muss, dass auch einzelne und wenn nur wenige Verträge überhaupt zu einer Steuerpflicht führen? Für sportliche 12 Sekunden, Dr. Landwehr, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Ja, dem stimme ich voll zu. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Computersysteme etc. müssen vorbereitet werden, damit das überhaupt funktioniert. Und darauf beziehen sich unsere Einführungskosten und im Übrigen, dass sich Bezugsrechte ändern können. Nur noch kurz, nehmen Sie die Pflegeversicherung. Wenn ich absehen kann, ich habe eine Pflegeversicherung, dass ich vielleicht Pflegefall werde, sehe ich mitunter vor, dass ich dann im Krankheitsfall die Pflegeleistung direkt an meine Pflegeeinrichtung zahlen lasse. Ab dem Moment wird meine Pflegeversicherung versicherungssteuerpflichtig, will kein Mensch, aber auch solche Fälle muss ich entsprechend hier abbilden. Also das ist auch wieder Aufwand. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Landwehr. Wir machen weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Kollege Schmidt stellt die Frage. Vielen Dank. Meine Fragen richten sich gleichermaßen an Herrn Trost von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und an Herrn Klein vom Bundeszentralamt für Steuer mit der Bitte, dass Sie sich die Antwortzeit aufteilen.
Im Jahr 2010 wurde ja die Zuständigkeit für die Versicherungssteuer auf das Bundeszentralamt für Steuern übertragen. Seitdem ist zu beobachten, dass die Zahl der Rechtsstreitigkeiten rund um die Versicherungssteuer zugenommen hat. Meine Frage, woran liegt das? Bei welchen Fragestellungen gibt es da in der Praxis die häufigsten Streitigkeiten? Und kann dieser Gesetzentwurf dazu beitragen, das entsprechend einfacher und besser klarzustellen und Rechtssicherheit zu schaffen? Zunächst geht die Frage an Herrn Trost, BDO, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja, danke, Herr Schmidt, für die Frage. Ich kann den Eindruck, den Sie gerade geschildert haben, nur bestätigen. Das Versicherungssteuergesetz von 1937 bis zum Jahr 2010, also bis zur Zentralisierung. Wenn man da mal schaut, was hat es da an Rechtsprechung gegeben und interessanterweise auch, was hat es dort an Kommentaren zum Versicherungssteuergesetz gegeben, das sieht ziemlich übersichtlich aus, das Ganze. Und seit dem Jahr 2010 ist da deutlich Bewegung reingekommen. Ich finde, ich meine, die Versicherungssteuer ist eine Bundessteuer. Das Bundeszentralamt sollte dafür zuständig sein, bin ich komplett dabei, dass das absolut Sinn macht, zumal die Finanzverwaltung dadurch natürlich auch Gelegenheit bekommen hat, was ich auch für richtig halte, Expertise an einer Stelle zu sammeln, als die Expertise in so einer speziellen Steuer in den Landesfinanzverwaltungen zu belassen, macht sicherlich auch Sinn. Ergänzend kommt dazu, dass wir auch eine Zentralisierung der Finanzgerichtsbarkeit mit dieser Entscheidung der Zentralisierung hatten, nämlich das Finanzgericht Köln, in dessen Gerichtsbezirk das Bundeszentralamt für Steuern fällt, ist jetzt zentral auch dafür zuständig. Das hat natürlich auch zu einer gewissen Qualität in den Urteilen geführt in der Vergangenheit. Und es hat aber auch dazu geführt, wenn einen gewissen Zeitraum lang gar nichts passiert ist, dass dann auf einmal Themen sich angestaut haben, die dann diskutiert werden. Ja, und da werden Fragen diskutiert, in der Vergangenheit einige Urteile, zum Beispiel, wann sind Rückversicherungen gegebenenfalls versicherungssteuerpflichtig. Wir hatten das Thema Kombiprodukte vorhin. Was ist, wenn ich in einem Kombiprodukt einen Teil habe, der eben nicht leben oder krank ist? Reiseversicherung als Stichwort. Ja, wenn ich da Kombiprodukte habe, wo ein Teil dabei ist, der üblicherweise nicht Leben-Krankenversicherung ist. Also man ist ein Stück weit in die Produktwirklichkeit der Versicherung eingestiegen und hat dort Stück für Stück Themen aufgegriffen. Man muss dazu sagen, die deutsche Finanzverwaltung hat auch nicht immer Ergebnisse erzielen können, die zu ihrem kann eigentlich nicht zu ihrer Zufriedenheit geführt haben. Und ich habe den Eindruck aus diesem Gesetz, dass man versucht, auch das ein oder andere an Regelungen oder an Urteilen, die man hier kassiert hat, zu überschreiben. Gleichzeitig Frage mehr Klarheit an der Stelle, die sehe ich nicht. Wir haben den Begriff der Risikoperson ja schon mehrfach erwähnt. Ich will noch einen weiteren einführen, das ist der des materiellen Versicherungsnehmers. Auch so ein neuer Begriff, der jetzt in die Durchführungsverordnung gekommen ist. Ob er dahin gehört oder nicht ins Gesetz, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber auch etwas wieder, was sehr auslegungsbedürftig ist. Und letzter Punkt, auch noch mal die Frage. Sie haben gerade gesprochen, diese Neuregelung zur Besteuerung von bestimmten Personenversicherungen, dass die ja nur für Altverträge gilt. Auch da ist noch immer unklar, wenn man das Thema Gruppenversicherungsverträge, zu welchem Zeitpunkt denn eigentlich der Beitritt einer Person zu einem Gruppenversicherungsvertrag dazu führt, dass hier Versicherungssteuerpflicht ist. Also eine ganze Reihe von Themen, die für mich unklar sind. Und damit bleiben für Herrn Klein, Bundeszentralamt für Steuern, noch eine Minute. Ja, vielen Dank. Ich denke, es ist geradezu ein Erfolg der Föderalismuskommission 2, dass derjenige, der die Ertragshoheit zu 100% an dieser Steuer hat, nun auch die Verwaltungshoheit hat. Vorher wurde diese Steuer von den Ländern verwaltet, quasi für fremde Rechnung. Und 2010, richtig, ist diese Steuer in Bundeshand ans BZST gegangen. Und wir haben, denke ich, das kann ich auch stolz sagen, den Vollzug deutlich verbessert. Und ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass natürlich dann eine Spezialisierung der einen Verwaltung, die sich darum kümmert, stattgefunden hat, des einen Finanzgerichts, welches sich mit diesen ganzen Fragen auseinandersetzen musste, gegeben hat. Und ich denke, wir können auch sagen, dass wir das recht einheitlich im ganzen Bundesgebiet anwenden. Und das ist, denke ich, ein guter Erfolg und kein negatives Zeichen. Vielen Dank, Herr Klein. Die letzte Frage in dieser Anhörung stellt für die Fraktion der SPD der Kollege Binding.
Schönen Dank. Ich möchte noch mal den Herrn Professor Hummel fragen, und zwar zwei Fragen. Die Idee des Gesetzes ist ja, das Besteuerungsrecht in Deutschland zu sichern, auch wenn das Risiko außerhalb des EWR ist, belegen ist, aber der Versicherungsnehmer seinen Sitz in Deutschland hat. Das ist die eine Sache. Frage, ist das zulässig, auch mit Blick auf EU-Recht? Gibt es die Gefahr der Doppelbesteuerung? Und vielleicht als drittes sollten wir die anhängigen Verfahren beim BfH und EuGH abwarten. Und die zweite Frage ist die, ob die Ausdehnung des ermäßigten Versicherungssteuersatzes auf alle Seeschiffsversicherungen ein sinnvolles Vorgehen ist, auch unter EU-Beihilferechtlichen Gesichtspunkten. Herr Professor Dr. Hummel. Vielen Dank. Das alles in 5 Minuten, das wird eher schwierig werden. Ich fange mal mit dem letzten an, mit der Beihilfegeschichte. Das Problem ist, wenn wir jetzt da einen neuen ermäßigten Steuersatz einführen, dann rauscht man meines Erachtens schon in die Problematik der Beihilfe mit rein, weil ich den sachlichen Grund, mit dem man das rechtfertigen könnte, vor in einem Beihilfeverfahren, was die Kommission dann anstrengen könnte, einfach nicht sehe. Und momentan ist es bei der Kommission ja eher in Mode, Partikularausnahmen eines nationalen Gesetzes, nationalen Steuergesetzes auf ihre Beihilfekonformität zu überprüfen. Also insofern ist zwar die Argumentation des Kollegen ganz nett zu sagen, der Regelsteuersatz ist europaweit eigentlich eine Ausnahme und ich fahre sie jetzt herunter, aber das Beihilferecht fragt nicht danach, ob das europaweit eine Ausnahme ist, sondern das fragt, ob man im jeweiligen Referenzrahmen, und das wäre dann das nationale Versicherungssteuergesetz, da eine Ausnahme geschaffen hat für eine gewisse Branche. Und wenn man das gemacht hat, dann muss man sie rechtfertigen. Und das wird hier echt schwer werden, denn allein mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten einer Branche, das ist ja genau der Punkt, dass man das im Beihilferecht nicht als Rechtfertigungsgrund anerkennt. Insofern bin ich bei einer Erweiterung dieses ermäßigten Steuersatzes sehr, sehr kritisch. Auf jeden Fall sollte das dann notifiziert werden. Und ob die Kommission das mitmacht, wage ich zu bezweifeln. Aber gut. Die anderen Fragen, jetzt habe ich noch 2 Minuten 40, ja, die lassen sich nicht so ganz einfach beantworten. Also was man sagen kann, ist, dass die Versicherungssteuer keine harmonisierte Steuer ist. Und in dem Versicherungsentwurf, also in dem Gesetzesentwurf, soll ja das Risiko oder das Besteuerungsrecht auf die Belegenheit in einem Drittstaat ausgedehnt werden. Und für die Frage, ob im Drittstaat irgendetwas versicherungssteuerpflichtig wird, wenn der Versicherungsnehmer im Inland ansässig ist, sehen diese unionsrechtliche Regelung, also diese eine Richtlinie Solvabilität 2, die wir da haben, eigentlich keine Regelung vor. Deswegen sehe ich da nicht so wirklich einen Konflikt mit dem Unionsrecht. Anders ist es natürlich, wenn Sie das auf das EU-Inland, also auf das EU-Ausland aus unserer Terminologie ausweiten würden. Aber sofern die Risiken von im Drittstaat erfasst sind, schließt das Unionsrecht das meines Erachtens nicht aus. Was man aber sagen muss, das Risiko einer Doppelbesteuerung steigt da natürlich. Also es ist jetzt nicht so, irgendein Kollege hat das auch gesagt, dass man damit die Doppelbesteuerung festlegt. Denn ob es zu einer Doppelbesteuerung kommt, hängt ganz stark davon ab, ob dieser Drittstaat, wo jetzt dieses Belegenheitsort ist, überhaupt eine Versicherungssteuer kennt. Wenn es die nicht kennt, gibt es auch keine Doppelbesteuerung. Also das Risiko der Doppelbesteuerung hängt von zwei Rechtsordnungen ab, aber es existiert natürlich mit so einer Regelung, falls der andere Staat auch das Belegenheitsprinzip kennt und eine Versicherungssteuer kennt. Also ausschließen kann man es nicht. Und jetzt noch die letzte Frage. Sollten anhängige Verfahren abgewartet werden? Ja, also ich bin da überhaupt kein Freund von. Das hängt aber schlichtweg damit zusammen mit meinem Demokratieverständnis. Der Gesetzgeber macht die Gesetze, die Rechtsprechung entscheidet dann die Fälle und legt die Gesetze aus. Wenn man jetzt ständig auf irgendwelche Entscheidungen von irgendwelchen Gerichten wartet, könnte der Gesetzgeber gar nicht mehr arbeiten. Also von daher halte ich das für kein Argument zu sagen, weil beim EuGH gerade ein Verfahren des FG Köln anhängig ist, was wohlgemerkt einen sehr speziellen Fall einer Ausflaggung eines Schiffes betrifft. Jetzt zu sagen, wir schieben ein ganzes Gesetzgebungsverfahren nach hinten und warten erstmal ab, wann und wie der EuGH diesen Fall entscheidet, also das ist mit meinem Verständnis von einem Gesetzgeber nicht zu vereinbaren. Der Gesetzgeber folgt nicht den Gerichten, sondern die Gerichte legen die Gesetze aus. Und insofern meines Erachtens auf jeden Fall keine Pflicht zum Abwarten. Und ich würde auch sagen, der Gesetzgeber sollte da auch gar nicht abwarten. Jedenfalls nicht, wenn es nur um solche Detail- oder Spezialfragen geht, wie im vorliegenden Fall.
Habe ich die Fragen beantwortet? Herr Professor Hummel, das war eine Punktlandung. Genau in der richtigen Zeit. Herr Kollege Binding ist auch zufrieden. Vielen, vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Anhörung. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei den Sachverständigen, die uns heute wirklich in einer heißen Anhörung Rede und Antwort gestanden sind. Vielen, vielen Dank. Das gilt natürlich auch für Sie, Professor Hummel und Professor Axer, die uns per Videokonferenz zugeschaltet worden sind. Vielen Dank auch an die anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Ich wünsche uns noch eine schöne Sitzungswoche. Wir sehen uns am Mittwoch um 8 Uhr zur Ausschusssitzung hier in diesem Sitzungssaal wieder. Auf Wiedersehen. Die Anhörung ist beendet.